Willkommen zum ersten Videoblog von Ask Us. Wir werden von Seiten der Heinrich-Böll-Stiftung im nächsten halben Jahr mit diesen Einträgen den US-Wahlkampf kommentieren und begleiten. Diese Woche tritt der Wahlkampf nun in eine neue Phase ein, denn Donald Trump ist nun der alleinige Präsidentschaftsanwärter auf Seiten der Republikaner. Sein letzter ernsthafter Konkurrent Ted Cruz hat nach den verlorenen Wahlen in Indiana das Handtuch geworfen. Und auch der letzte verbliebene Mitbewerber, John Kasich, ist aus dem Rennen ausgeschieden. Damit ist zugleich der Albtraum republikanischer Wahlkampfstrategen Wirklichkeit geworden. Donald Trump hat historisch hohe Negativwerte in allen nationalen Umfragen. Was bedeutet das? Er ist unbeliebt wie kein anderer republikanischer Präsidentschaftsanwärter seit Jahrzehnten. Zwei Drittel aller Wählerinnen und Wähler haben erklärt, sie können sich nicht vorstellen, für Donald Trump zu stimmen. Unter beispielsweise der schwarzen Bevölkerung sind es fast 90%, die Donald Trump negativ beurteilen. Bei Latinos gilt das für 3/4. Und die große Mehrheit von Frauen sehen in Donald Trump ebenfalls eine negative Figur und können sich nicht vorstellen, für ihn zu stimmen. Wie es angesichts dessen für ihn möglich sein soll, genug Stimmen bei den nationalen Wahlen im November zusammenzubekommen, bleibt derzeit noch sein Geheimnis, und einige Demokraten frohlocken im Geheimen schon angesichts der Kandidatur von Donald Trump. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite der Geschichte ist, dass es genau dieselben Wahlkampfstrategen auf republikanischer Seite sind, die noch vor einem Jahr alles darauf gewettet hätten, dass Donald Trump nicht der Kandidat der Republikaner werden wird. Donald Trump hat gezeigt, dass er den heutigen schnellen 24-Stunden-Medienzyklus besser bespielt als sonst irgendein Kandidat. Legendär sind seine nächtlichen Tweets, mit denen er mit einem einfachen Tweet in der Regel den politischen Diskurs des nächsten Tages bestimmen kann. Er hat auch gleichzeitig mit relativ wenig Geld und ziemlich wenigen Mitarbeitern extrem gut organisierte Wahlkämpfe von Jeb Bush, Marco Rubio oder anderen Hochkarätern locker ausgespielt. Von daher darf Donald Trump auf demokratischer Seite keinesfalls unterschätzt werden. Dies liegt auch daran, dass er voraussichtlich gegen Hillary Clinton antreten wird, die ihrerseits ebenfalls historisch geringe Zustimmungswerte hat. Wenn Donald Trump, eine extrem unbeliebte Figur auf linksliberaler Seite der amerikanischen Bevölkerung ist, so gilt dasselbe auf konservativer Seite für Hillary Clinton, wenn auch nicht in genau demselben Maßstab. Dies bedeutet, dass vermutlich auf uns alle ein extrem schmutziger und harter Wahlkampf zukommt. Denn dieser Wahlkampf wird in erster Linie nicht danach entschieden werden, wer am beliebtesten ist und wer am meisten Menschen hinter sich versammeln kann, sondern gegen wen die meisten Wählerinnen an die Wahlurne zu bringen sein werden. Und einen derartigen Wahlkampf hat es in den USA auch lange nicht gegeben. Diese Wahl wird eine richtungsweisende Wahl, nicht nur für die USA, sondern auch für Deutschland, Europa und die Welt. Wir werden sie die nächsten Monate weiter begleiten und freuen uns über Fragen, auf die wir reagieren können, die wir beantworten können. Fragen können an uns gestellt werden, entweder auf Twitter unter Böll-US oder auch in der Kommentarfunktion zu diesem Video.